Hallöche Nachbarn, herzlich willkommen zu Let's Play Ark Survival Evolved. Ein brandneues Survival Game. Huch, warum? Was lädt er denn jetzt hier? Ein brandneues Survival Game. Gibt es bei Steam, ist ein Early Access Spiel. Ganz neu rausgekommen, wie gesagt. Die ganzen großen YouTuber spielen es aktuell. Es geht, ja, um Survivalen, wie in ganz, ganz vielen anderen Spielen. Allerdings mit Dinosauriern. Geil. Ultra gut. Gefällt mir. Das Spiel selbst ist noch relativ scheiße optimiert. Heißt, es läuft halt selbst auf Höllenmaschinen. Wie meiner. gar nicht gut. Es gibt einen sogenannten Low Memory Mode. Mit dem läuft es deutlich besser. Also den habe ich jetzt an. Sieht auch gar nicht so scheiße aus. Ich habe das meiste, habe ich hier, kann man ja sehen, das meiste auf Medium. Das läuft ganz gut. Also, kann sich sehen lassen. Was ich total geil finde, es gibt Controller-Unterstützung. Und zwar eine richtig gute. Ich spiele extrem gerne mit Controller. Und daher freut mich das sehr. So, wir spielen ein lokales Spiel, weil die Server sowieso voll sind und man nicht draufkommt und bla bla bla. Da bringt das nichts. Ich bin natürlich schon mal ein bisschen rumgerannt, habe mich ein bisschen im Kreis gedreht, ein, zwei Dinos gehauen, um ein bisschen in die Steuerung reinzukommen. Aber wir fangen ganz von vorne an. Wenn es denn jetzt gleich mal lädt. So, Rivers and Lakes Physics. You can't ride Dilophosaurus, but they can carry goods for you. Genau, man kann Dinosaurier nicht nur reiten, also wie gesagt, man kann auf den reiten, man kann fliegen. Man kann die auch als Packesel missbrauchen. Oder als Wachhund oder so. Stell euch mal vor, ihr reitet auf einen T-Rex, ist doch ultra geil. Ultra geil. Es lädt noch. Hoppala. Hab ich fast vom Stuhl gefallen. Oh, ist das laut. So, wir machen uns einen neuen Charakter. Und das wird, man mag es nicht glauben. Klatschi ist wieder da. Geil. So, ich hätte mir sagen lassen, die Südzone, das ist wohl ganz gut, da zu starten. Da wäre es einfach. Ja. Deswegen machen wir das auch. So, Klatschi. Oh, Alter. Ah, das ist noch ein bisschen. Das ist so ein bisschen verzögert. Hier mit der Steuerung. Gar nicht so geil. Okay, Klatschi kriegt erstmal. Ich hätte gerne so ein Grün. So ein Hall. Guck mal, so ein bisschen so ein ungesund. So eine ungesunde Blässe. Das ist doch geil. Das sieht richtig krank aus. So, Klatschi. Was machen wir denn mit Klatschi? Klatschi. Ah, komm, erstmal ein bisschen weg hier. Ist wieder hoch. Ups. Ah, Entschuldigung, jetzt haben wir es. So, erstmal kriegt Klatschi große Hände. Und lange Arme, ja. Ein paar Muckis. Genau, die Oberarme ganz klein. Und unten so ein paar Pranken. Hoppala. Ja, das ist fett. Das ist fett, da kann er. Sieht scheiße aus, ey. So, der Kopf. Klatschi kriegt einen großen Kopf, ja. Upper Face Sides. Ne, das machen wir normal. So, das ist, glaube ich, ganz gut. Lower Face Sides, ja. Wunderschön. Ein bisschen ranzoomen. Hopp, 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 hopp. Ja. Hair Color, was haben wir hier noch? Ja, Klatschi wird ein alter Mann. Augenfarbe. Das sieht rot aus, das finde ich gut. Was ist denn da mit dem Auge los? Guck mal, der Shield. Ich muss mal da doch ein bisschen. Ne, das bringt gar nichts. So ein bisschen. Die Höhe, ein bisschen kleiner. Die Kopftiefe, was ist das denn? Tut sich gar nichts. Vielleicht hier? Upp. Ah, ja. Nee, der kriegt da so ein ganz schmale rüber hier. Der Nacken. Oh ja, der Nacken. Gar keinen, oder? Nee, Klatschi ist schon so ein Stier hier. Guck mal, das ist ein richtiger Stier. Dann müssen wir den Kopf aber kleiner machen. Damit das. Bisschen
komischer aussieht. So. Ja, schön. Sehr schön. Würde ich einstellen. Würde ich einstellen. Nackenlänge. Ne, der muss schon... Der braucht einen ordentlichen Nacken. Chest. Ui. Ein bisschen eingefallen. Komm mal hier los. Ja, hier oben so ein Schwächling, aber unten die... Die krassen Ärmchen. Die Schultern. Ja, das muss schon so ein bisschen so, damit er seine... So ein bisschen abgespreizt, damit er seine Arme auch schwingen kann. Beine. Oh geil, ja. So, hopp, 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 hopp. Ah. Mach schon. Der ganz lang, oder? Ne, der hat ganz kurze Beine. Machen wir da dasselbe. Ne, der braucht starke Sprintbeine. Und wenn die so kurz sind, dann kann er ja viel öfter auftreten. Das heißt, er kann mehr sprinten. Da kann er seine Muskeln öfter benutzen. Seine dicken Muskeln hier. Schaut euch das an. Geil. Und unten? Ne, die Muskeln sind alle, alle oben. Unten hat es ja nur so zur Stütze. Torso Tiefe, was ist das? Ah, guck mal hier. Können wir ein bisschen dicker machen. Dick, aber mit Muskeln, geil. Hm, Füße. Hm. Wie das aussieht. Bah! Das ist zumindest ein bisschen, das passt ein bisschen besser, wenn er Riesenfüße hat. Hüfte. Ja, guck mal an. Der muss schon ein bisschen so eine breite Hüfte haben. Das soll so ein kleines Dickerchen sein. Muskulöses Dickerchen. Torso Weite. Ach, guck mal hier. Kann man den ein bisschen... Ah, da finde ich es aber blöd, dass das... Ach, dass das hier so durchglitscht. Wie machen wir den so ein bisschen... Ja, lassen wir relativ normal. So. Ja, so ist, glaube ich, geil. Oder? Fetzt. Great new survivor. Oh. Und wir sind gestartet und haben einen Chip im Arm und sehen echt fürchterlich aus. Und überall blinkt und leuchtet es. Oh, schön. You're cold. You should find some warm. Entschuldigung, ich habe es nicht genau lesen können. 12 Grad haben wir. Food decreases faster as the ambient temperatures gets lower. Okay. Ja. So, wie war denn das hier? Genau, hier, seht ihr, da konnte man richtig schön hier... Wir können kacken. Mach mal. Not ready for poop, verdammt. Wir können... Pfeifen. Wir können jetzt auch ducken. Wir sammeln jetzt einfach mal ein paar Steinchen ein. Ich habe mir sagen lassen, ich habe es gelesen... man braucht am Anfang ein paar Basic-Tools. Das wäre einmal die Pick und einmal die Hatchet. Und dafür braucht man hier so ein bisschen Kram. Ansonsten müssen wir nämlich alles hier kaputt schlagen. Und kaputt schlagen kostet uns Energie. Also nichts mit Minecraft, ne? So, können wir denn schon was? Können wir schon was bauen? Wo war das hier? Show Craftables. Ups. Wir brauchen noch mehr Tetch. Na dann. Bam, bam, bam. So, das müsste reichen, oder? Das reicht doch schon. Show Craftables. Ja, eine Stone Pick. Wo ist denn jetzt hier? Craft Item. Bing, bing, bing. Show Inventory. So, können wir das jetzt einfach so... So, wenn wir jetzt hier... Ah, das war die 2. Wenn ich jetzt wieder... Ach so, das kann ich zweimal auswählen. Das habe ich wieder... Ah, okay. Also wenn ich nochmal drauf drücke, dann verschwindet es wieder. Was equip, fists and use. Achso. Ich will jetzt hier dort. Komm. Achso, ich muss. Ah, warte. Ah, ich muss erst wegstecken, das Ding hier. Kommt da einfach noch ein paar Steine ein. Kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Oh, ich sehe kaum was.
So dunkel. Ich hoffe, hier sind keine bösen Dinosaurier. Ich sehe gerade gar keinen Dinosaurier übrigens. Steinfiber. Tintoberry. Azulberry. Metroberry. Und Fieber. Fiber. Fieber. Noch ein Stein. Tintoberry. Noch mehr Fieber. Fiber ist wohl, oh, Level Up. Fiber sind wohl so die Blätter sozusagen. So die Palmen. Das sind ganz wichtig, damit können wir uns da unser erstes Röstlein bauen. So, okay, Level Up. Show Inventory. So, was ist denn das hier? Fortitude. Genau. Wir increasen unser Health. Choose Engram. Engram, genau, das sind Sachen, also man kann. Wir haben geschissen. Geil. Ich kann auch hier einfach die Maus nehmen, das geht, glaube ich, einfacher. Ist so ein bisschen RPG-mäßig, also man kann hier Sachen lernen. Und das machen wir auch direkt. Wir lernen das da. Und die Axt. Und was ganz nett ist, das bleibt einem dann auch erhalten, wenn man stirbt. Also es ist nicht so, dass dann alles weg ist. So, Craftables. Und die können wir auch schon machen, geil. Dann craften wir die doch direkt. Und ich muss mal nachgucken, wie es jetzt genau war, aber irgendwie, man konnte wohl, oder je nachdem, ob man jetzt mit der Axt oder mit der, wo sind denn die Axt? Hallo? Ist die jetzt... Habe ich die gerade nicht gemacht? Hä? Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Je nachdem, ob man es mit der Axt oder mit der Pickaxe hier macht, bekommt man eben andere Sachen aus den, also andere Rohstoffe aus den Bäumen und Tieren etc. So. Stone. Ah, ich habe zwei davon gebastelt. Ah, ich bin doch so doof. Wir brauchen einen Flint. Flint. Flint gibt's hier bei den Steinen. Eigentlich gar nicht so schlimm, dann bauen wir uns von dem anderen auch direkt zwei. Ich glaube, das ist ganz praktisch, falls einer dann kaputt geht. Eine Torch. Guck mal. Dann basteln wir die auf, dann haben wir... Dann haben wir, direkt Licht. Komm, dann machen wir direkt nochmal eine hier. So, Torch machen wir auf... Hallo? Auf die 3. Und die Hatchet... Oh, jetzt regnet's. Oh Gott, oh Gott. Auf die 1. So, wie war das jetzt? Oh, jetzt habe ich das Ding... Das wollte ich gar nicht. Scheiße. 1, 2, 3. Ah, okay. Wie schön das aussieht. Oh, wie das leuchtet. Mensch. Richtiges Stürmchen ist hier gerade. Was machen wir denn jetzt? Ist ein bisschen blöd, weil es dunkel ist. Ich habe ein bisschen Zeug hier einsammeln. Ein bisschen Stein und Fiber. Und Armaberry. This is to harvest resources. Aber hier, Tintoberry und Armaberry. So, da haben wir auch noch. You're cold. Ja. Ich hab doch meine Fackel. Ja, was soll ich denn machen? Müssen wir ein Campfire basteln. Show Craftables. Was brauche ich denn für das Campfire? Da brauchen wir Tetch und Flint. So, jetzt ist die Frage, was kriege ich aus was? Ich
weiß es nicht, kann es nicht sagen. Wenn ich jetzt damit Wut. Okay, das macht Sinn. Ich sehe nichts. Hier. Wenn ich jetzt mit der Pickhacke mache, dann kriege ich Tetsch. Sehr schön. Das war eine ganze Menge Tetsch. Alter Falter. So, ich will aber eigentlich noch hier direkt kein Campfire basteln. Ist doch kacke. Weil wir wahrscheinlich doch lieber hier am Strand bleiben sollten. Ach Mensch, das blöd, dass es jetzt so dunkel ist. Ich hab was gehört. Naja, sagen wir mal ein bisschen weiter. Es ist immer noch kalt. Oh nein! Die primitive Fackel ist kaputt. Dann sammeln wir einfach mal ein bisschen in der Nacht. Oh. Da war was. Azulberry. Hier ist noch mehr. Azulberry. Es wird langsam heller, oder? Ich glaube, es wird langsam heller. Tetsch. Stone, Tintoberry, Nacroberry, Mejoberry, mehr Stone. Wir können auch nicht unendlich nehmen, sehe ich gerade. Und wir haben, glaube ich, bald Hunger. So, dann nehmen wir mal das. So, gut. Tetsch. Oh. Stein hier. Hopp. Ah, mach weg. Hopp. Oh, was ist denn da hinten? Eine Schildkröte? So, wir sind gut gefüllt mit Gewicht. Oh! Ein Dinodon. Wie heißen die denn? Oh, was ist denn das? Triceratops? Ein Triceratops oder Triceratops oder whatever. Ein Parasaur. Können wir den töten? Kann ich den boxen? Nicht wegrennen! Nicht wegrennen! Zurück! Komm zurück! Wo fällt der denn hin? Oh, ein Dodo. Hallo. Guck mal, die Texturen laden noch gar nicht. Hallo. Stirb! Food in inventory to tame. Wir nehmen die Nacroberries. Nein! Transfer. Was mache ich das denn?